Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine und willkommen zu einem kleinen Review hier auf diesem Kanal. Wir durften vorab den Lego-Technik-Liebherr Raupenkran mit der Bezeichnung LR13000 vorab schon einmal zusammenbauen. Tja, und bei diesem doch sehr bescheidenen Wetter da draußen war das genau das Richtige für die letzten Tage. Deswegen habe ich auch direkt einmal die Kamera in Position gebracht und für euch ein paar interessante Bilder eingefangen. Aber beginnen wir erstmal mit ein paar Fakten zum Modell. Das Modell mit dem Namen Liebherr LR 13000 Raupenkran hat die Artikelnummer 42146 und besteht aus 2883 Teilen. Davon sind allein zwei Smart Hubs enthalten, 6 große Motoren und 24 neue Lego Ballaststeine, die dann zusammen ungefähr 900 Gramm wiegen. Das Lego Technik Modell ist aufgebaut dann 100 cm hoch, 110 cm lang und 28 cm breit. Und somit das derzeit größte Lego-Modell auf dem Markt. Kommen wir zu guter Letzt noch zum wichtigsten, dem Preis. Denn mit 679,99 € ist der Lego-Technik-Liebherr Raupenbagger nicht wirklich preiswert. So, nun gibt's ein paar Impressionen vom Aufbau und danach schauen wir uns das Modell mal im Detail an. Und da fährt er auch schon los, unser Raupenkran. Nach ca. 18 bis 20 Stunden Bauzeit setzt sich das Ungetüm mit Hilfe der Control Plus App in Bewegung. Der Aufbau des Modells war kurzweilig und der geübte Lego-Technik-Fan sollte hier kein Problem haben. Was ein wenig tricky ist, ist das Einfädeln der ganzen Seilzüge. Denn im Set sind stolze 12 Meter Seil verbaut.
kommen wir zu guter Letzt zu den Funktionen des Raupenkrans. Mit der Control Plus App habt ihr hier die Möglichkeit, die 6 Motoren gezielt anzusteuern. Damit könnt ihr die Raupen lenken, die Drehbühne schwenken sowie die Gitterspitze, natürlich die Winde auf und ab bewegen, und die App zeigt euch im Loading Sensing System an, welche Kraft gerade benötigt wird. Der Sack mit den weißen Legosteinen, den wir hier vorne einmal an dem Haken befestigt haben, wiegt rund 1 Kilo und war für die Motoren des Krans kein Problem. Mein Fazit zum Raupenkran. Also wer große Lego-Technikmodelle toll findet, der wird natürlich an diesem Set hier nicht vorbeikommen. Das einzige Manko, was ich sehe, ist natürlich wie so oft der Preis. Wobei es im Moment auch schon den ein oder anderen Händler gibt, der dieses Set für unter 500 Euro anbietet. Was natürlich immer noch eine Menge Geld ist. Das soll's von mir an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare unter diesem Video. Schreibt mir doch mal dazu, was ihr von dem großen Raupenkran hier haltet. Und wie euch das Video soweit gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bleibt kreativ.